Und da wären wir auch schon wieder. Ich habe mir Folgendes überlegt. Ich werde jetzt Zement mir schnappen. Kurz überprüfen, ob wir noch einen Mining Helm haben. Dann repariere ich die Basis hier jetzt schon. Da. Repariere die Basis hier jetzt schon und werde einfach eine Nachtwanderung machen. In der Hoffnung, irgendwo noch eine Stadt zu... Wir haben keinen Mining Helm. Ernsthaft? Das ist nicht gut. Das heißt, ich bin schon viel zu oft mit einem Mining Helm auf dem Kopf gestorben. Oh, Essen soll ich auch mal schauen, wie es da ausschaut. Du da. Nom nom. Nom nom geht so. Trinken ist auch nicht schön. Ich bräuchte also Brennmaterial. Ja, alles gut. Schmeiß dich mal an. So, das kann ich trinken. Trotzdem dich mal anwerfen. So. Und dann gucken, was wir noch so zum Kochen haben. Wasser zum Beispiel haben wir gar nicht. Das heißt, ich müsste Gläser gießen, die mit Dreckwasser füllen und das abkochen. Das klingt nach sehr viel Arbeit. Müsste ich ja machen, um an das Mehl ranzukommen. Also, um das Maismehl zusammen mit dem Wasser halt zu dieser Polenta dazu verquirseln. Quirseln ist ein Wort. Ein Glas. Gib mir Gläser. Mehr. Ah, ich habe nicht genug Glas. Okay. Konnte ich nicht Sand zu Glas machen? Also warte mal einfach so. Geht das da irgendwo? Während das, also 141 war das gerade, während das da tickt, gucke ich mal hier. Da ist Broken Glass, da ist Glass Pane. Mit. Nee, wäre auch viel zu einfach, so an Glas ranzukommen. Nee, das ist in Ordnung. So, dann mach bitte das da und das da. Und ich sollte in Zukunft ein bisschen Scheiben zerschlagen, um so an Glas ranzukommen. Glass. Bringen jeweils. Achso, die bringen jeweils 5. Und Glass Pane kann man anscheinend gar nicht einschmelzen. So praktisch. Boah. Boah. Okay. Gut, das ist keine besonders hohe Ausbeute. Ah, man kann sie doch einschmelzen. Aber es dauert eine ganze Weile und bringt halt auch nur 10, also auch nur wieder ein Glas. Ich muss viel mehr zerdeppern. Jetzt muss ich die Gegend gehen und einfach nur Sachen kaputt hauen. Gut, haben wir einen Plan für die Nacht. Das weg, das weg, das weg. So, okay. Oh. You are on fire. Das ist nicht besonders schön, aber ist okay. Das Loch da war kein Wasserloch, oder? Nee, wir haben nur ein Loch gegraben. Wir haben es jetzt schon 2:30. Okay, ich hole jetzt Wasser, koche das Wasser, mach mit dem Wasser, also doppelkoch das Wasser. Doppelkochen? Nee, einmal kochen, damit das ganze Mal das Wasser wird. Dann mache ich aus dem Wasser das Maisbrot für Wellness. Und ich überlege gerade, ob ich gelben Tee machen soll oder lieber hier wieder Yucca-Pflanzen sammeln. Wobei Yucca-Pflanzen sammeln nimmt doch recht viel Zeit in Anspruch. Man braucht davon ein paar, um Yucca-Juice zu machen. Ich denke, das nutze ich lieber nur für... So, wurde es begrenzt. Ich glaube, ich nutze es lieber nur für Horden und dergleichen, wo ich die ganze Rüstung anziehe und mir auch warm wird. Apropos Rüstung anziehen, ich glaube, du könntest das T-Shirt mal ausziehen. Okay, 1% macht jetzt keinen Unterschied. So, gib mir die da. Nee. So. Blusch. Blusch. Und ich hätte gerne ein bisschen Glas. Kann man da hinten irgendwas Glas? Nee, das war nur eine Zeltstadt. Was auch immer. Aber hier vorne, das Geschäft, das sollte Glas haben. Das gehe ich jetzt hin.
Und schlag alle Scheiben ein. Oh. Papier kann mit. Das kann gescrapt werden. Werden nicht so viele Scheiben sein, aber wenn ich jedes Mal ein Glas bekomme, also Broken Glass, sind das dann jeweils 5 Glas. Also alle 2 Scheiben, die ich einschlage, ist ein Glas zu trinken. Ich mache das von innen, weil das von innen einfacher geht. Und das Holz. Okay, es bringt kein Glas, wenn ich Glas zerschlage. Nö. Interessant. Muss ich dich damit irgendwie aushebeln? Ich kann es nur verstärken. Das heißt, Broken Glass kriege ich dann nur aus anderen Sachen. Aber diese Schränke hier, was mit denen? Und? So, ich muss rumexperimentieren. Hier. Das bringt 2 Glas, richtig. Nochmal ein Glas. Ja, das ist kein Glas. Help, ohne Dark. Ich sehe fast nichts. Also ich muss jetzt alle Cabinets, die ich gelootet habe, auch noch zerschlagen, um an Glas ranzukommen und dadurch mehr trinken und essen machen zu können. Baubau. You are bleeding out. Danke für die Nachricht. Und ich habe gerade eine Bandage liegen lassen, richtig? Ja. Aber das Riechen, das Riechen, das Riechen. Hopp. Hopp. Da. Benutz Bandage. Hätte ich jetzt 5 Sekunden länger gewartet, wäre es auch ausgetickt, aber, ne? Ich will ja alles tun, damit der Charakter sich wohlfühlt. So, ab nach Hause, wir haben es jetzt 16:30. Hey, wo ist mein Bogen? Da ist ein Bogen. Ja, ist schon gut. Nehmen. Wir haben jetzt 16:30. Wasser kochen, Basis reparieren und dann. Ja, ich denke, es wird nicht allzu spät dann sein. Also es wird vielleicht schon dunkel sein. Und dann tappe ich einfach schnurstracks in irgendeine Richtung im Dunkeln mit einer Fackel in der Hand. Und versuche dann nicht unbedingt extra in größere Zombie-Gruppierungen rein. Das war falsch. Größere Zombie-Gruppierungen reinzulaufen. Sondern denen so ein bisschen auszuweichen. Weil sobald ich anfange zu schießen, ist die Fackel wieder weg und dann sieht man wieder nichts. Und dann begebe ich mich wohin? Ich hätte wirklich gerne noch eine große Stadt. Anbieten würde sich, da hier Kartenrand ist, hier für eine große Stadt. Oder, ja, hier ist auch schon wieder Kartenrand. Ja, ich denke hier oder irgendwo hier. Und das ganze Gebiet haben wir noch nicht erforscht. Also mache ich mich dann heute Abend auf den Weg nach Osten an dieser Siedlung hier vorbei. Hier durch, einfach nur um zu gucken, ob da irgendwelche Sondergebäude drin sind. Und dann, wenn wir auf diese Straße hier treffen, folge ich dann der Straße nach Norden. Und da ist dann hoffentlich irgendwo eine Stadt. So. Nein. Ist schon wieder blutig aus. Okay, Gegendrogen. Keine Bandage dabei. So, reparieren. Was ist mit denen hier unten? Genau, aufstufen. Oh, nicht noch extra in mehr Stacheln reinlaufen. Das muss jetzt nicht sein. Dafür habe ich eventuell nicht genug Scrap dabei. Ja, es wird eng. Kannst gerne aufhören zu bluten. Ich würde jetzt ungern nochmal außen rumlaufen und aus Versehen daneben springen, aber wenn ich daneben springe, dann gibt es mir zu viel Schaden. Na komm, hör auf.
Macht keinen Spaß zu bluten. Alle Bedrohungen jetzt entfernen, die in der Nähe sind. Ah, okay, ist vorbei. Ticken wir noch? Ja, 46. 47 geht ganz langsam hoch. Das hier oben ist übrigens nicht... Oh, wow. Das hier oben aufzustufen ist übrigens nicht wirklich notwendig. Wie man sehen kann, der Schaden, den die Zombies angerichtet haben, ist echt hier nur primär bei dem zweiten Block. Also sie stehen halt auf den Spikes drauf, hauen dann, treffen dann den Block vor sich und den da drüber. Manchmal stapeln sie sich hoch, dann beschädigen sie auch die, aber es ist nicht so häufig. Und selbst wenn, dann hätten sie halt hier ein Loch... Oh, warte. Wenn sie die Blöcke weghauen, fällt das Gitter weg und dann könnten Spinnenzombies hoch. Oder sie könnten halt so eine zombie-mäßige Pyramide da hochstellen. Ja, okay, es ist doch gefährlich und macht auch Sinn, das weiter aufzustufen. Mal ganz abgesehen davon, dass es auch besser aussieht, wenn die ganze Wand einheitlich aussieht. Wie viel? 90. Also eventuell bei unserer Reise, wenn wir es denn sehen, noch ein bisschen Stein abbauen. Also die Steindinger. Mais. Sind wir noch nicht so weit. Muss zwei Blöcke hoch sein, damit wir dann beide abbauen können. Sonst hat man ja keinen Vorteil dadurch. Mal, hopp. So, also die Mauer sieht soweit okay aus, die untere Teil zumindest. Also geht es nur noch darum, die Dinger hier aufzustufen, austrocknen zu lassen. Und die Spikes sind fertig. Ah, da sind noch ein paar, die aufgestuft werden können. Aber es macht keinen großen Unterschied. Ja, das heißt, ich habe jetzt 2 Tage, 48 Stunden insgesamt. Was war das? Ich habe jetzt 48 Stunden Zeit, wo ich einfach machen kann, was ich will. Ohne dass da irgendwie großartig Probleme auftreten sollten. Du, mach bitte Bottled Water. 27 Stück. Dauert eine Minute, das ist sehr gut. Du mach mehr Glas. Habe ich noch Scrap? Ja, ich hätte noch 1000 Scrap. Das kann ich mal mitnehmen. Und Zementmix, dann mache ich das da oben flott. Ich habe nicht genug Messing, also ich muss noch alles an Autos zerlegen, was ich so sehe. Für Radiator. Wobei ich das schon mal umwandeln kann. Blei habe ich mehr als genug. Blei kann hier mal nebenbei eingeschmolzen werden. Oh, irgendwas ist gerade draußen gestorben. Oh, Schreizombie. Boah, ist denn halt mal ein Schreizombie. Haben wir noch ein Stack Bullet Tips? Ja, haben wir. Mehr als genug Bullet Tips. Gunpowder. Ich könnte unterwegs, während ich eh am Laufen bin, Gunpowder durchgehend herstellen. Das klingt nicht schlecht. So, jetzt aber erstmal Munition. Magnum. 28 Schuss. Hä? Warum ist es jetzt ruhig? Sehr verdächtig, sehr verdächtig. Ach so, der Clawhammer hier ist ja ein Upgrade quasi von der Zange. Kann ich denn den Clawhammer auch benutzen, um Autos zu zerlegen? Das haben wir noch gar nicht getestet. Das sollte ich im Auge behalten. Bum, 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 bum. Kleine Ausbesserung hier noch. Weil idealerweise würde ich so gegen 1 oder 2 Uhr losgehen. Dass wir dann 3-4 Stunden durch die Nacht laufen. Und wenn wir dann am Nordosten ankommen, dass die Sonne dann aufgeht. Und wenn da eine Stadt ist, ich dann schön tagsüber die Stadt erkunden kann. Pum, 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 pum. Dank der Fackeln solltest du einigermaßen schnell aushärten. Und das müsste es gewesen sein. Jo. Außenmauer steht. Jetzt kann ich theoretisch noch hier drinnen alles aufstufen. Aber das wäre auch nur wirklich optisch. Also gerade die Dinger hier oben, die erfüllen gar keinen Zweck, außer
dass das Ding nicht ganz so eckig aussieht. Man könnte theoretisch später irgendwas da oben drauf setzen. So. Ist so ein kleines Nebenprojekt, wo ich dann mein Eisen reinschmeißen kann, wenn wir Eisen überhaben nach einer Horde. Was jetzt eigentlich nicht wirklich der Fall war, weil ich könnte die Spikes noch aufstufen, aber naja, was soll's. So, du bleibst hier. Du kommst mit. Bleibst hier, bleibst hier. Bleibst hier. Antibiotika klingt nicht. Die gehören gar nicht dahin. Habe ich richtig, richtig viel von. Mal ein mit, falls was passiert. Bandagen, ja. Passiert doch ab und an mal. Nicht so viel mitnehmen. 7. Ja. Du bleibst da. Du bleibst da. Werkzeug. Steel Pickaxe. Eigentlich reicht es, wenn ich eine kleine mitnehme. Ja, ich müsste die nochmal aufstufen. Da bräuchte ich wieder Forged Iron für. Du. Ja. Kann ich davon nicht inzwischen eine bessere machen? Guck mal ganz kurz. Kein Holz. Tool. Iron Pickaxe. Craft. Dich wieder dein. Dich wieder dein. Und du bleibst jetzt hier. Stahlpickel brauchen wir nicht. Warum schönst du eigentlich gerade? Achso, genau. Hoho, wir haben noch recht viel zu tun hier. Gib mir das alles her. Mach. Maisbrot. Was da? Cornbread. Ein Stück. Brunot, Alkohol. So. Nicht, dass wir gleich Wellness verlieren. Das wäre ganz so gar nicht gut. Komm, gib mir Comrade. Ja. Dauert eine Weile, bis man davon satt wird. Aber gib jedes Mal Wellness. Und zwar 0,4. Fullness 5. Was hätte... Ja, ich kann jetzt gerade nicht gucken, wie viel das bringt. Das dauert. Auch mehr davon. Gib mir mehr Comrade. Wir brauchen eine richtig große Farm, kann das sein? Ich war mir schon bewusst, dass die 4-5 Felder, die wir jetzt haben, nicht ausreichen werden, aber so wie das ausschaut, brauchen wir eine richtig große. Gerade auch wegen Alkohol für später. Hm. So, Flüssigkeit sieht schon besser aus. Voll, okay. So, wir haben jetzt 17 Wasser. Wenn ich jetzt 11 Cornbread mache, ist das Glas weg. Oder kriege ich jedes Mal hier eins zugesprochen? Ne. Ist einfach weg. Übel. Übel, übel, übel. Also alles, was wir an Medizinschränkchen sehen, zerschlagen, um an Glas ranzukommen, damit wir unseren Cornbread-Vorrat aufrechterhalten können. Wir kommen schon relativ schnell wieder in Richtung 130, das ist schön. Essen mitnehmen. Nee. Da wir an Tag 35 wieder hier sein müssen, denke ich, dass wir bis dahin auch zurechtkommen mit irgendwas, was wir unterwegs finden. Das ist in Ordnung. Also das kann ich jetzt abticken. Nacht fängt gerade an. Auch mal 6 Golden Rod hier noch oben drauf, dann ist das Wasser weg. Wieder hier hin. Okay, da wir aber jetzt mit Cornbread allein nicht durchkommen, mache ich mal als kleine Nahrungsergänzung auch noch davon 3 Stück. Und für Notfall davon 10 Stück. Das wird immer schön, genug zu essen zu Hause haben. Oh, und ich sollte davon mal was einwerfen, bevor ich losgehe, weil HP sehen echt nicht gut aus. So, weg, weg. Und die Picke ist definitiv besser. Das heißt, wir lassen jetzt die Picke hier und gehen mit 120 Magnum Rounds und 44 Pfeilen. Das ist ein bisschen wenig.
Haben wir noch Federn? 62 Federn.